Ali, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Stissel seid. Wir können direkt mal die Kohle hier einsacken und machen uns die Folge, wie auch schon in der letzten erwähnt, direkt wieder auf den Weg. Silber sammeln, denn ich würde ganz gerne das hier ein bisschen hochstufen, dass die Wolfsrüstung am Ende auch etwas besser ist als unsere bisherige Eisenrüstung. Und der Torgereiszahn, der könnte auch noch ein bisschen besser werden. Wir bauen jetzt erstmal noch die Silberader ab, die wir schon gefunden haben. Und dann, wenn die fertig ist, können wir mal noch ein bisschen Gebirge erkunden gehen. Oh, wir haben hier auch noch etwas Stein drin. Das können wir vorne mit reinbauen und ein paar andere Sachen. Weiß nicht, legen wir uns erstmal schlafen. Nachts im Gebirge ist irgendwie nicht so geil, oder? Wir sind auch nicht wirklich ausgeruht. So, zack. Dann hauen wir uns nochmal ganz kurz aufs Early. Und dann geht's auf. Ach, ich freue mich über das Bäumchen. Das macht echt was her. Ich wollte mal googeln, habe ich noch nicht. Mache ich, versprochen, nach der Folge mal kurz. Ich werde jetzt die und die nächste Folge hintereinander aufnehmen. Das heißt, ist zwar lieb, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob man kleine Bäume oder Sträucher anpflanzen kann. Aber ich werde es wahrscheinlich schon wissen. Oder vielleicht auch nicht, mal gucken. Weil manchmal ist es echt schwer, Sachen übers Spiel rauszufinden. Obwohl es ja sehr gehypt ist, sehr, sehr viele Leute das Spiel auch ballern. Aber irgendwie gibt's, also es gibt noch nicht so ein richtiges Valheim-Wiki. Das wäre halt geil, so wie bei anderen Spielen, wo man wirklich jeden einzelnen Gegenstand eingeben kann und man sieht, was ist es, wo kommt's her, wie kann man es herstellen und so weiter. Wäre irgendwie noch mal ein bisschen praktischer. So, 45 Leben. Nicht unbedingt mega geil, um damit ins Gebirge zu gehen. Wir hauen natürlich nochmal eine Ladung nach und wir müssen Bärenmarmelade herstellen oder wir haben noch welche in der Kiste. Wir müssten eigentlich noch ein bisschen was in der Kiste haben, weil ich ja nicht immer alles mitnehme. Für den Fall der Fälle. Mal schauen. Du erfrierst. Wie geht denn das? Ich hab doch meinen Wolfsfellumhang an. Warum? Kapiere ich gerade nicht. Wir ziehen ihn nochmal aus. Wir ziehen ihn nochmal an. Schadensmultiplikator resistent versus Eis. Dann darf ich doch nicht erfrieren. Bitte back jetzt nicht irgendwie rum durch das Portal oder so. Das wäre echt... Ich erfriere. Direkt Golem. Keine gute Kombi. Na gut, da müssen wir uns jetzt erstmal den Trank reinhauen. Aber wieso, weshalb, warum das jetzt passiert, check ich nicht. Gibt es irgendwie noch kältere Regionen? Ich würde gerne so eine Sprungattacke gerade machen. Das wäre mega geil. Ein Golem. Ah, ich treffe nicht. Verdammt. Aua. Ui, oh, wir waren noch gar nicht voll mit Leben. Kacke. Wir müssen auf jeden Fall den Knorrigen aktivieren. Wie sieht's denn eigentlich mit Pfeilen aus gegen so Steingolems? Ah, bringt gar nichts, habe ich mir gedacht. Was ist mit unserem Leben hier los? Ja, ein bisschen mehr könnte es schon sein. Wir könnten uns rantrauen, weil durch den Knochenwanz dürfte uns eigentlich keine 56 mehr abziehen. Dürfen wir auf jeden Fall nicht weiter unten stehen als er, weil dann treffen wir ihn einfach nicht. Jetzt haben wir ein bisschen lang gebraucht, also nur ein Schlag. Ey, ey, ey. Obwohl, nee, ich dachte, es ist meine Werkbank. War es gar nicht. So, zwei Schläge. Ist ja eigentlich relativ easy. Bin mal gespannt. Ah, das Silberschwert konnten wir noch herstellen. Eigentlich habe ich mich mittlerweile so doll in die Streitkolben verliebt. Ich weiß auch nicht. Nein! Nicht getroffen. Doch, ein bisschen, oder? Wir müssen erstmal ganz kurz wieder etwas Ausdauer generieren. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Ausdauermet? Ja, er hat uns einen Baum gefällt. Ist doch auch nett von ihm.
Nein! Bam! Und, ach, das sieht, ey, das ist ja echt krass mit dem Knochenwanst, ne? Hat er uns jetzt abgezogen? 7 oder so? Können wir eigentlich ja komplett ohne Deckung oder irgendwas, wenn ich jetzt noch blocke, 0,1. Wir müssen uns gar nicht, ah, ich hab, na, die Ausdauer hat gefehlt. Okay, jetzt hat's 9 abgezogen. Eigentlich könnte man den auch gut benutzen, um die Silberadern. Oder? Wollen wir das mal probieren? Dein Golem, ich habe ein bisschen Angst, dass er uns das Portal und so zerhämmert. Das wird wahrscheinlich auch passieren, aber... Komm mal hier runter. Komm mal hierher. Kriegst du das hin? Ich mach dir einen Weg frei. Guck. Ja, voll aufs Portal. Nee, komm mal hierher. Du sollst mal hier draufhauen. Ey, meine Werkbank. Du Sack. Er kommt hier nicht runter. Der braucht... Wir müssen dem hier ein bisschen... Eine kleine Treppe bauen. Guck mal hier. Bam, und jetzt hau mal richtige volle Kanne hier drauf. Nein, komm doch hierher. Mann. Wenn das funktioniert. Ey, ey. Ich baue dir hier extra eine Treppe. Bam. Zu stabil. Ah, das Silber ist zu stabil. War das jetzt das Silber? Ich glaube schon, ne? Schade. Versuch war es wert. Hat ein bisschen Zeit gekostet. Aber wäre witzig gewesen, wenn es geklappt hätte. Uns einen Steingolem zunutze machen. 0,4 mit Blocken. Geil. Bam. So, wo lässt er denn sein Zeug liegen? Gar nicht? Komisch. Wenn ich sonst immer irgendwas bekomme von dem. Ach hier, dreimal Kristall haben wir anscheinend schon gekriegt. Habe ich nicht mitbekommen. Na gut. Witziger Kampf. Wäre geil gewesen, wenn das geklappt hätte. Da hätten wir ihn schön die komplette Silberader hier auseinandernehmen lassen. Aber das wäre halt auch ein bisschen zu einfach gewesen. So, wir sind schon wieder komplett voll. Aber wir können natürlich mal noch schnell wieder Werkbank und Portal bauen. Dann können wir wieder ein bisschen was, ein klein bisschen was wieder mit aufnehmen. So. Bam. 262, wir kriegen immer noch was rein. Wir haben schon wieder 5 Silber. Also ich muss sagen, das Silberabbauen macht mir bisher fast mit am meisten Spaß. Am Anfang war es halt das Kupfer, das war halt cool, aber irgendwie hat das gefühlt immer so ewig lange gedauert, obwohl das gar nicht so war. Ich glaube einfach mal damals durch die schlechten Werkzeuge, die wir natürlich nur hatten. Da musste man halt immer im dunklen Wald suchen gehen. Ich weiß auch nicht, irgendwie Kupfer hat mir am Anfang am wenigsten Spaß gemacht. Dann kam irgendwann das Eisen. Und ich dachte mir so, wow, wie geil. Du gehst in die Krypta rein und findest so extrem viel und kannst das in Ruhe abbauen. Meistens zumindest. Ja, und jetzt muss ich sagen, das Silber ist eigentlich noch entspannter. Weil so eine Ader eine ganze Menge rausgibt. Aber ich muss auch wiederum sagen, ist ein bisschen doof, aber... Also was heißt doof, aber widerspricht sich irgendwie. Also als ich jetzt letztens Kupfer sammeln war, war ich auch sehr, sehr erstaunt, wie schnell ich da die 70 Kupfer zusammen hatte. Also ja, irgendwie ist es alles cool. Hat sich am Anfang bloß anders angefühlt, aber mittlerweile mit dem richtigen Werkzeug geht eigentlich alles schnell. Ich dachte immer, desto besser das Material wird, desto schwieriger wird es halt auch, das zu finden. Ich hatte halt schon echt Angst, gerade als ich gelesen habe, dass... Das halt Bodenschätze sind, man muss nachsuchen. Da dachte ich mir, oh Mann, da rennen wir hier bestimmt Ewigkeiten lang und finden dann vielleicht 5, 6 Silber und das wird bestimmt alles viel schwerer, aber ist es nicht. Wir haben relativ schnell 2 Adern gefunden. Wie der Chunky am Bahnhof. Und ja, kriegen eigentlich auch relativ viel dabei raus. Schon wieder 5, ah nee. Ich jetzt doch, ich hab die reingepackt. Jetzt schon wieder so schnell 5 Stück zusammenbekommen. Müssen hier erstmal wieder ein bisschen freibuddeln. Und das Obsidian kann mal noch weg. Und ich bin sogar mal nett. Komm, ich hau uns heute hier mal so ein Ding rein. Bam. Mensch, hat der richtig viel gebracht. Ist jetzt schon wieder aufgebraucht? Nee. Oder? Ich weiß es nicht.
Hier geht sie lang. 7 haben wir schon wieder. Und vor allem machen wir eine ganze Menge Stein damit. Das ist eigentlich das, naja, nicht das Beste, aber ein schöner Nebeneffekt. Weil wir ja die ganze Umrandung für unsere Base am Graben noch brauchen. Das wird auch nochmal, keine Ahnung, bestimmt locker 1000 Stein fressen, wenn es überhaupt reicht. So, wir sind schon wieder full. Bam, weg damit. Hier ein bisschen Obsidian nehmen wir noch mit. Immer noch so viel Stein wie geht. Ich habe den Stein da durchgeworfen, hat leider nichts gebracht. Das wäre natürlich auch geil, wenn das gehen würde. Oder mit dem Karren den einfach so durchschieben, ohne dass man selber durchgeht. Aber ja, ich habe mir das Leben natürlich auch echt einfach gemacht mit dem Mod, muss ich sagen. Ich möchte es aber einfach für euch ein bisschen spannend halten. Und gerade bei dem ganzen Eisen, was wir gebraucht haben. Wenn wir dann nach jeder zweiten Folge erstmal wieder 2-3 Folgen nur Bootsfahrt gehabt hätten. Um das alles nach Hause zu bringen. Ich dachte mir, das möchte sich keiner von euch angucken. Und jedes Mal die Bootsfahrten außerhalb vom Video zu machen, schaffe ich halt auch nicht zeitlich. Deswegen denke ich mal, so ist das doch für alle ein bisschen besser. Oder zumindest spannender. So, jetzt haben wir fast voll. Komm, die nehmen wir noch mit. Nein, hier kommt nicht. Jetzt kommen wir durch. Na, komisch, dass ich jetzt erfriere. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich werde dann nach der Folge das Spiel nochmal neu starten. Ich nehme ja dann, wie gesagt, nochmal gleich die nächste noch mit auf. Weil ich einfach gerade etwas Zeit übrig habe. Ich hoffe, dass das nicht für immer ist. Dafür haben wir uns ja schließlich den Umhang gemacht. So. Also, wir haben schon wieder 11 Silber zusammen. Wir müssen mal gucken. Wir kriegen doch bestimmt schon wieder ein Upgrade hin. 5 Kohle sind noch drin. Machen wir mal hier 7 rein. Hier 4 war nicht so schlau, weil hier ist mehr Kohle, aber naja. Wir haben ja noch welche und wir müssen gleich wieder welche in die Kohlenmeiler schmeißen. So, voll. Voll. Und zack. Moment. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier 8 Silber. Und wir haben, wie viel in der Kiste? 10, es sind 18. Wir brauchen 20, ne? Bin da leider immer so verdammt vergesslich, ey. Das tut mir echt leid für euch. Ich guck mal, 5 Silber. 5 Silber, was rede ich denn von 20? Seht ihr mal. Ich laber nur Dünnschiss. Also 5 Silber, 2 Wolfspelz. Dann können wir doch direkt 2 Sachen aufstufen. Das heißt, wir nehmen uns 10 Silber mit. Nehmen uns hier einfach mal den ganzen... Wolfspelz wird langsam knapp. Müssen wir wieder ein paar Wölfe erlegen. So. Wolfsbrustschutz geht. Ach, und wir brauchen den Zahn noch. Den habe ich, glaube ich, vergessen. So, da ist der Brustschutz. Und er ist auf... Bam, 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 22 statt 20 Rüstung gegangen. 2 hoch. So sind wir schon mal bei 63. Und wir brauchen hier noch Wolfszähne. Und damit den Beinschutz auch nochmal eine Stufe hoch. Bam, der wird jetzt auch auf die 22, genau. Cool, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal richtig stark unterwegs. 65. Rüstung. So, was brauchen wir jetzt? 10 Silber, 4 Wolfspelz. 10 Silber, 4 Wolfspelz und das Schild. 4 Silber, 10 Edelholz. Wollen wir das Schild nochmal hochstufen? Ich weiß es nicht. Da sparen wir lieber, um die Rüstung noch höher zu kriegen. Dann gegen die Drachen bringt das Schild, glaube ich, nicht viel, oder? Was passiert, wenn der Drache schießt und ich das Schild habe? Erfriere ich trotzdem? Müssten wir mal ausprobieren. Wir können jetzt erstmal das Obsidian hier noch reinwerfen. Ja gut, gegen die Wölfe vielleicht. Ja, komm, wir machen das Schild jetzt noch hoch, was soll's. Ich würde das eh ganz gerne wieder alles auf Maximum kriegen, bevor wir uns der Drachenmutti stellen. Schließlich wollen wir ja auch ein bisschen was zu tun haben und nicht einfach nur von Boss zu Boss rennen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt Edelholz. Ich glaube 10 Stück waren's, ne? Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan.
Und haben wir denn noch? Wir haben noch 8 Silber. Ich ärgere es jetzt ein bisschen, dass wir das in der Farbe haben und nicht in der anderen. Aber es wird auch nicht unser letztes Schild sein, von daher. Egal. Was soll's. So, Upgrade, Silberschild. Blockwert auf 80 von vorher 75. Perfekt. Kostet dann nochmal 8 Silber. Könnten wir uns wahrscheinlich jetzt direkt wieder leisten, wenn wir vorne noch das restliche Silber aus dem Ofen holen. Aber wir lassen das jetzt erstmal auf der 2. Wir haben, bam, geil. Achso, können wir den eigentlich? Ne, die Umhänge kann man nicht hochleveln, ne? Glaube nicht. Und die Kristalle noch weg. So, und weiter geht's. Wir haben keine Resistenz mehr gegen Eis, was den Trank angeht. Bam, schaut euch das an. 7 und bam, 11 insgesamt. Beide leer, passt. Wir wollten noch Kohlenmeiler vollhauen, das machen wir noch. Da haben wir hier schon wieder 11, 4 Stück waren noch da, sind schon wieder 15. Weil ich glaube, mir gehen die Wolfspelze aus, ne? Können ja mal gucken, wir brauchen 4-mal Wolfspelz noch, sonst könnten wir schon direkt das nächste wieder hochstufen. 3 Stücke haben wir noch, verdammt. Das wird so nix. Also würde ich sagen, wir streifen jetzt mal noch ein bisschen durchs Gebirge. Ich wollte gar nicht 100 abbauen, das war eigentlich dumm. Wir kriegen nur 50 in die Kohlenmeiler. Die Folge ist leider sowieso gleich schon wieder rum. Bevor wir jetzt das nächste Silber abbauen, würde ich sagen, wir streifen nochmal. Oder machen wir erst die Silberader? Ach komm, wir machen erst die Silberader fertig. Brauchen jetzt sowieso bald mal wieder neue Lebensmittel. Lasst mich mal kurz schauen nach Bärenmarmelädchen. Da haben wir sie. 10 Stück noch, dann nehmen wir 5 mit. Das passt. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt nicht erfrieren, weil wir haben keine Tränke mehr. Das wäre echt schlecht. Aber an sich können wir uns doch auch normal ins Gebirge teleportieren. Das ist ja nicht so, dass wir das jetzt mit irgendeinem Mod oder irgendwas hätten durcheinander gebracht. Eigentlich darf ich jetzt nicht... Jetzt erfriere ich nicht mehr. Das soll mal jemand verstehen. Ja, ich würde sagen, kommt, wir machen die Silberader noch fertig. Hier liegt überall nur Stein. Dass wir genügend Silber haben, dann gehen wir mal auf die Suche nach noch ein paar Wölfen. Wir noch ein paar Wolfspelze kriegen. Und dann können wir das alles schön upgraden. Und dann... Ich habe jetzt immer echt so Paranoia vor den Drachen. Und dann würde ich sagen, erkunden wir hier mal noch ein bisschen das Gebiet. Bisher haben wir noch gar nicht so viel gesehen vom Gebirge. Aber wenn wir mal überlegen, dass wir auf dem kleinen Stück schon so viel Silber rausbekommen haben und generell auch Pelze, Trophäen, alles Mögliche, dann bin ich echt zuversichtlich, was alles Weitere angeht. So, die Ader geht, glaube ich, hier hinten noch so ein Stück weiter. Wir buddeln die erstmal komplett aus. Natürlich keine Axt mit, um die Bäume zu fällen. Gerade ein bisschen ungünstig. Ist das auch schon wieder Silber? Ne, das war noch ein Stein. Müssen mal gucken, wo die lang führt. Aber ich bin echt gespannt auf die Drachenmutti. Vor allem jetzt, wo ich schon weiß, dass wir davon einen Helm kriegen. Habe ich noch viel, viel mehr Bock, die zu erledigen. Und dann kommen die Ebenen. Und ich bin echt mal gespannt, was sich da getan hat seit unserem letzten Besuch. Also nicht in den Ebenen selber, sondern einfach durch unsere Rüstung und so weiter, wie viel wir jetzt aushalten. Ob die Goblins jetzt mittlerweile Pipifax sind. Und auch die Todeskitos Kindergarten geworden sind. Da bin ich echt mal gespannt. Weil als wir da waren, hatten wir ja, glaube ich, Rüstung und alles noch auf Stufe 1, ne? Die Eisenrüstung. Ich denke mal, mit der Stufe 4 Eisenrüstung, die wir ja jetzt hatten, wären wir da auch schon besser durchgekommen. Aber mit einer Stufe 4 Wolfsrüstung
wird es natürlich noch einfacher. So, wir sind voll. Wir können gar nichts mehr mitnehmen. 10 Silber, der Rest war nur Stein. Lasst uns die mal noch schnell in die Schmelzöfen packen und dann machen wir erstmal Schluss mit der Folge. Und ich werde jetzt erstmal direkt im Anschluss googeln, ob man auch kleinere Bäume oder Büsche oder sowas anpflanzen kann. Aber das Ding gefällt mir schon echt gut. So, kann's nicht oft genug sagen. Ich feiere den Baum einfach extrem. 10. Und, ach Mann, ich war schon wieder richtig doof. Haben doch nur 10 Kohle, 10 Silber gehabt. Dann hauen wir hier nochmal voll die Kohle rein. Hier drüben machen wir auch noch voll und dann würde ich mich erstmal von euch verabschieden. Wir werden das auf jeden Fall in den nächsten 2-3 Folgen schaffen, denke ich, hier alles auf die Stufe 4 zu kriegen. Dann sind wir voll ausgerüstet und dann fehlt uns eigentlich nur noch ein Drachenei. Mal gucken, wann wir das finden. Ich freue mich drauf, bis morgen. Macht's gut!